Hallo liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, es ist wieder Modell- und Bahnzeit, Ausgabe April. Und das gleich wieder in zwei Teilen. Kommen wir zunächst zu den Themen der Sendung. Im ersten Teil zeigen wir wieder einen Beitrag aus der Modell- und Bahn-Classics-Reihe mit 94-15-38 über den Rennsteig. Ein Film aus dem Jahre 2007. Im Teil 2 unserer Sendung bringen wir einen Bericht vom 10. Dampflokfest aus Dresden, stellen Ihnen eine Rangierlok, die TGK-2 in H0 von Pico vor und bringen einen kleinen Beitrag über das Erfurter EVU Raildocks, die sich die Baureihe 187 vom Bombardier zugelegt haben. Jetzt zu unserem ersten Thema. Es liegt der Duft von Rauch und heißem Öl und Kohle in der Luft. Das, was die Dampflokfreunde ganz besonders lieben. Vor 11 Jahren hatten wir die Gelegenheit, die Bergkönigin, eine preußische T16, die 94-15-38 der Rennsteigbahn auf ihrer Klettertour den Rennsteig hinauf zu begleiten. Und nun Film ab. An einem trüben Dezembertag mit Regenschauern stand die Lok 94-15-38 mit ihrem Wagenzug, einer zweiteiligen original deutschen Reichsbahn-Doppelstockwageneinheit im Bahnhof Stützerbach, abfahrbereit. Die Fahrtroute des Zuges geht von Stützerbach hinauf zum Bahnhof Rennsteig und weiter talwärts nach Schmiedefeld bis zum Bahnhof Schleusinger Neuendorf. Wir werden in diesem Film an wichtigen Stellen ohne Kommentar auskommen, damit Sie, liebe Eisenbahnfreunde, diese Dampflok bei Ihrer Arbeit auch akustisch genießen können. Lokführer Marcel Reichhardt und Heizer Heiko Kutzer warten mit ihrer Maschine auf das Abfahrtssignal. Und dann geht es los. Der Bahnhof Stützerbach liegt am unteren Ende des Ortes. Ab diesem Streckenabschnitt erklimmt der Zug die Höhen des Rennsteiges. Diese im August 1904 eröffnete Strecke war die erste preußische Staatsbahnlinie mit Zahnradbetrieb. Zwischen Stützerbach und dem Bahnhof Rennsteig wird auf einer Länge von 4,4 Kilometern ein Höhenunterschied von 157 Metern überwunden. Thank you.
Mit voll geöffnetem Regler quält sich jetzt die Maschine den Berg hinauf. Allein die Geräuschkulisse lässt erahnen, welche Kraftanstrengung hier notwendig ist. Jetzt müssen Lokführer und Heizer beweisen, dass sie ganze Kerle sind. Der Zug erreicht nun den Bahnhof Rennsteig. An der Spitzkehre am Alten Kamm gelegen, ist er mit 747 Meter Höhe über Normal Null der höchstgelegene Bahnhof der Strecke. Nach dem Umsetzen der Maschine erfolgt die Vorbereitung für die Talfahrt. Die Lokomotiven, die diesen Streckenabschnitt befuhren, so auch unsere 94er, sind mit einer Spezialbremse ausgerüstet, die sogenannte Rickenbachsche Gegendruckbremse. Nur derart aufgerüstete Maschinen durften damals diesen Streckenabschnitt befahren. Thank you.
Nach knapp 2 Kilometern Weiterfahrt erreicht der Zug Schmiedefeld. Die Einfahrt in dem unmittelbar an einem unbeschrankten Bahnübergang liegenden Bahnhof erfordert viel Aufmerksamkeit, nicht nur vom Zugpersonal. Dementsprechend die große Geräuschkulisse der 94-15-38. Dieser Bahnhof, 680 Meter Höhe über Normal Null, war einer der wichtigsten im südlichen Linienabschnitt. Die stark gewundene Linienführung gewährt reizvolle Einblicke auf den vorausliegenden Streckenabschnitt. Aber auch ein Blick zurück hinterlässt einen nachhaltigen Einblick in die schöne Gebirgslandschaft. Mit ziemlicher Neigung fährt der Zug weiter am rechten Hang des beginnenden Nahetals abwärts. Der Zug erreicht den Haltepunkt Thomasmühle, an dem die Züge nur bei Bedarf halten. Die Strecke verläuft weiter am rechten Talhang der Nahe und kurz vor Schleusinger Neuendorf wechselt sie zum linken Talgrund und schlängelt sich direkt neben der Hauptstraße in den Bahnhof Schleusinger Neuendorf 466 Meter über Normal Null. Hier am Endpunkt unserer Fahrt wird die Lok umgesetzt für die Rückfahrt nach Ilmenau. Zuvor muss die Maschine noch ihre Vorräte an Wasser ergänzen.
Wodka. Marcel, bring mal einen Hammer. Nach einer Bremsprobe geht es dann nach kurzem Aufenthalt wieder zurück über den Rennsteig Richtung Ilmenau. Genießen Sie hier noch einmal die Bilder einer der schönsten Eisenbahnstrecken Deutschlands. Thank you.
Trotz Dauerregen, denke ich, haben wir die Bilder eingefangen, die für den Betrieb von Dampfloks so typisch sind. Ja, das war der erste Streich, der erste Teil unserer Sendung. Und Teil 2 folgt auch sogleich. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss, Ihr Frank Buddich.